Kochen 25.10.2018 mit Fernseh Koch Selzer Mackenzie YouTuber. Zartes Fleisch vom Kalb, ganz kurz in der Pfanne gebraten und zur Abwechslung mal mit einem Topping aus Rucola, Tomaten und geriebenem oder gehobeltem Parmesan serviert. P. Erste die Kalbsschnitzel mit Küchenpapier trocken tupfen und auf beiden Seiten mit Salz und Pfeffer würzen. Den Rucola waschen und verlesen, dann trocken schütteln und die groben Stiele entfernen. Die Kirschtomaten waschen und in dünne Scheiben schneiden. 1.1 Cl Öl in einer großen Pfanne erhitzen und die Kalbsschnitzel darin, bei mittlerer Hitze auf jeder Seite 3 bis braten. Die Schnitzel aus der Pfanne nehmen und auf 2 vorgewärmten großen Tellern anrichten. L die Kalbsschnitzel mit Rucola und Tomaten belegen und mit dem restlichen Olivenöl sowie der Crema di Balsamico beträufeln. Den Parmesan da überstreuen. Alles nach Belieben leicht salzen und pfeffern. Die Schnitzel sofort servieren. 2 dünne Kalbsschnitzel, Klammer auf je ca. 120 Gramm, siehe Seite 126 folgende Klammer zu, Salz 1, Pfeffer 2 Handvoll Rucola, 4 Kirschtomaten, 2 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel, Crema di Balsamico, 2 Esslöffel geriebene Parmesan, Klammer auf oder gehobelte Parmesanspäne, Klammer zu, für 2 Personen ca. 260 Kilokalorien pro Portion. 4 Kalbs- oder Schweineschnitzel, Klammer auf je 125 bis 150 Gramm, siehe Seite 186 folgende Klammer zu, 1 kleine Knoblauchzehe, 2 Esslöffel Butterschmalz, Klammer auf ersatzweise neutrales Pflanzenöl, siehe Seite 126 folgende Klammer zu, Salz 1, Pfeffer 500 Gramm Orecchiette, 250 Gramm kleine TK Brokkoliröschen, 125 ml trockene Masala, Klammer auf ersatzweise Fleischbrühe, Klammer zu, 2 Esslöffel eiskalte Butter, 3 bis 4 Stängel Petersilie für 4 Personen, 1 ca. 675 Kilokalorien pro Portion. Reichlich Wasser für Nudeln und Brokkoli in einem großen Topf aufkochen. Inzwischen die Schnitzel zwischen 2 Lagen Frischhaltefolie gleichmäßig flach, Klammer auf, knapp 1 cm, Klammer zu, klopfen. Den Knoblauch schälen, das Butterschmalz in einer breiten Pfanne nicht zu stark erhitzen, die Schnitzel darin auf beiden Seiten ca. 5 braten, dabei nach der Hälfte der Zeit den Knoblauch dazu pressen und die Schnitzel mit Salz und Pfeffer würzen. Erstens das Nudelwasser salzen und die Orecchiette darin nach Packungsanweisung, bis fest garen, siehe Seite 62 folgende Klammer zu. Etwa 5 vor Ende der Garzeit den gefrorenen Brokkoli dazugeben. Die Schnitzel aus der Pfanne nehmen und zugedeckt warm halten. Den Masala in die Pfanne gießen und den Bratensatz unterrühren lösen. Die Butter in kleine Würfel schneiden, nach und nach mit einem Schneebesen unter die Soße rühren. Die Soße abschmecken und die Schnitzel noch kurz darin ziehen lassen. 4. Die Petersilie waschen und trocken schütteln, die Blätter von den Stängeln abzupfen und grob zerschneiden. 43 Klammer zu, Nudeln und Brokkoli in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen, mit den Schnitzeln und der Soße anrichten und die Petersilie darüber streuen. 4 Schweineschnitzel, Klammer auf je ca. 100 Gramm, S5. 186 F Klammer zu, 100 Gramm durchwachsen Räucherspeck, 300 Gramm gemischte Pilze, Klammer auf zum Beispiel Egerlinge und Austernpilze, Klammer zu, ein kleines Glas entsteinte Sauerkirschen, Klammer auf 370 Gramm Abtropfgewicht, Klammer zu, Salz 400 Gramm Spätzle, Klammer auf aus dem Kühlregal, Klammer zu, 2 Esslöffel neutrales Pflanzenöl, Pfeffer 150 Gramm Creme Fraiche A und Peter Basilie, die, CL, für 4 Personen ca. 695 Kilokalorien pro Portion. Erstens reichlich Wasser für die Spätzle in einem großen Topf aufkochen. Inzwischen die Schnitzel in dünne Streifen schnetzeln, Klammer auf, S5126 F Klammer zu. Den Speck in kleine Würfel schneiden. Die Pilze putzen, trocken abreiben und je nach Größe etwas kleiner schneiden. Die Sauerkirschen in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. 1. Das Wasser für die Spätzle salzen und die Spätzle darin nach Packungsanweisung zubereiten, siehe Seite 62 folgende Klammer zu.
Inzwischen ein Esslöffel Öl in eine breiten Pfanne erhitzen, das Fleisch darin rundherum eine bis scharf anbraten und wieder herausnehmen. Das restliche Öl in die Pfanne geben und den Speck darin bei mittlerer Hitze knusprig braten. Die Pilze dazugeben und ca. 2 mitbraten. Das Fleisch wieder in die Pfanne geben, alle Zutaten vermischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Cremefraiche unterrühren und das Geschnetzelte aufkochen. Die Kirschen untermischen und kurz erhitzen. Petersilie waschen und trockenschütteln, die Blätter von den Stängeln abzupfen, grob hacken und über das Geschnetzelte streuen. Die Spätzle in ein Sieb abgießen, abtropfen lassen und dazu servieren. 4 Schweinelendensteaks, Klammer auf, je 80 bis 100 Gramm, Klammer zu, 50 Gramm Ricotta, Klammer auf, S-Tipp, Klammer zu, 1 Esslöffel Semmelbrösel, 2 türkische Lire Tomatenpesto, Klammer auf, aus dem Glas, Klammer zu, Salz, Pfeffer, 8 Basilikumblätter, 1 Knoblauchzehe, 2 Esslöffel Olivenöl, 6 Salbeiblätter, 100 Milliliter, Masala, Klammer auf, ersatzweise Fleischbrühe, Klammer zu, außerdem Holzspießchen für 2 Personen ca. 410 Kilokalorien pro Portion, die Holzspieße in Wasser einweichen. Die Schweinelendensteaks als Schmetterlingssteaks quer auf, aber nicht durchschneiden und mit Küchenpapier trocken tupfen. Erstens für die Füllung den Ricotta mit Semmelbröseln, Pesto, Salz und Pfeffer verrühren. Die Ricotta-Füllung zusammen mit 2 Basilikumblättern auf jeweils eine Fleischhälfte geben. Das Fleisch zuklappen und mit Holzspießchen feststecken. Das Fleisch salzen und pfeffern. Den Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden. Das Olivenöl in eine Pfanne erhitzen, die Steaks darin bei mittlerer Hitze auf jeder Seite ca. 5 braten. Den Knoblauch und die Salbeiblätter dazugeben und ca. mitbraten. Alles aus der Pfanne nehmen und warm halten. Den Masala in die Pfanne gießen und den Bratensatz unterrühren, lösen und offen 2 bis einkochen. Die Soße mit Salz und Pfeffer würzen und zum Fleisch servieren. Oh, ein Top Ricotta bleibt übrig. Dann machen Sie daraus eine Ricotta-Creme. Für einen Dip zu Gemüsestiften oder als Aufstrich für 2 Scheiben Brot, 2 Esslöffel Ricotta mit 2 Esslöffel geriebenem Parmesan, 2 Esslöffel Olivenöl und 2 Esslöffel gehacktem Basilikum verrühren. Die Creme nach Geschmack salzen und pfeffern. 3 Esslöffel Olivenöl, 600 Gramm Schupfnudeln, Klammer auf, aus dem Kühlregal, Klammer zu, D-Hähnchenschnitzel, Klammer auf, je ca. 140 Gramm, Klammer zu, Salz, Pfeffer, 2 Esslöffel Tomatenmark, 100 Gramm Kirschtomaten, 125 Milliliter Hühnerbrühe, 2 bis 3 Esslöffel Basilikumpesto, Klammer auf, aus dem Glas, Klammer zu, für 4 Personen ca. 490 Kilokalorien pro Portion, in einer beschichteten Pfanne 1/zl Olivenöl erhitzen und bei mittlerer Hitze die Schupfnudeln, darin rundherum goldbraun braten. Die Hähnchenschnitzel mit Küchenpapier trocken tupfen. Erstens das restliche Olivenöl in einer zweiten Pfanne, Klammer auf, nach Belieben in eine Grillpfanne, Klammer zu, erhitzen und die Hähnchenschnitzel darin bei großer Hitze auf beiden Seiten scharf anbraten. Die Schnitzel salzen und pfeffern, dann bei kleiner Hitze auf jeder Seite weitere 2 bis braten. Zwischendurch das Tomatenmark darauf streichen. Drittens die Kirschtomaten waschen, trocken tupfen, halbieren und zu den Schnitzeln in die Pfanne geben. Die Hühnerbrühe angießen und aufkochen. Das Pesto zu den Schupfnudeln geben und untermischen. Die Schupfnudeln eine bis weiter braten. Viertens die Hähnchenschnitzel aus der Pfanne nehmen und den Bratensatz durchrühren lösen. Die Soße noch einmal aufkochen. Die Schupfnudeln mit den Schnitzeln der Soße und den Tomaten anrichten. Eine Knoblauchzehe, ein Stück frischer Ingwer, Klammer auf, ca. 1 cm, Klammer zu, 60 Gramm, geröstete Cashewkerne, 2 Esslöffel süßscharfe Chilisauce, 2 Esslöffel Kokosmilch, Klammer auf, aus der Dose, siehe Seite 298 folgende, Klammer zu, 250 Gramm Rinderhackfleisch, siehe Seite 126 folgende, Klammer zu, 1 Eigelb, Klammer auf, M Eiweiß, siehe Seite 298.
nennt sich folgende Klammer zu, E-Salz, Cayenne-Pfeffer 12 Esslöffel neutrales Pflanzenöl 2 Esslöffel süßscharfe Chilisauce 11 Esslöffel Sojasauce 1 türkische Lira Limettensaft 1 einige Salatblätter 2 Burgerbrötchen, Klammer auf Fertigprodukt, Klammer zu, für 2 Personen i ca. 730 Kilokalorien pro Portion. Erstens Knoblauch und Ingwer schälen. Zusammen mit Cashewkernen, Chilisauce und Kokosmilch, im elektrischen Blitzhacker mittelfein zerkleinern. Den Mix mit Rinderhackfleisch, Eigelb, 1,5 Teelöffel Salz und 3 bis 4 Prisen Cayennepfeffer vermengen. Aus der Masse mit angefeuchteten Händen 2 große Patties formen. Erstens Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die Patties darin bei mittlerer Hitze auf jeder Seite in 6 bis knusprig braun braten. J für den Chili-Dip, Chilisauce, Sojasauce und Limettensaft verrühren. Die Salatblätter waschen und trocken tupfen. Die Brötchen aufschneiden und auf dem Toaster rösten mit Salatblättern, Dip und Patties belegen. Eine Schalotte, 11 Stück frischer Ingwer, Klammer auf ca. 1 cm Klammer zu, eine Knoblauchzehe, 1,3 Esslöffel neutrales Pflanzenöl, 125 ml ungesüßte Kokosmilch, Klammer auf aus der Dose, siehe Seite 298c, Klammer zu, 175 Gramm Erdnusscreme Crunchy, Klammer auf aus dem Glas, Klammer zu, 130 g Putenschnitzel, siehe Seite 126. 20 folgende Klammer zu, 2 Esslöffel Sojasauce, 11 bis 2 Teelöffel Sambalölig, 1 Esslöffel Limettensaft, 1 Salz, 6 bis 8 Satt- oder Holzspieße Limettenspalten, Klammer auf nach Belieben, Klammer zu, für 2 Personen i ca. 545 Kilokalorien pro Portion. Die Holzspieße in Wasser einweichen, Schalotte und Ingwer schälen und beides fein würfeln, Knoblauch schälen. Ein Esslöffel Öl in einem Topf erhitzen, die Schalotte darin glasig andünsten, den Knoblauch dazu pressen, Kokosmilch, Erdnusscreme und 5 Esslöffel Wasser dazugeben und unterrühren, die Soße bei kleiner Hitze ca. 10 köcheln lassen, inzwischen das Fleisch trocken tupfen und in dünne lange Streifen schneiden, die Fleischstreifen wellenförmig auf Spieße stecken und mit der Sojasauce beträufeln. Das restliche Öl in einer Grillpfanne stark erhitzen, die Fleischspieße darin auf jeder Seite ca. 3 braten, die Soße mit Sambalölig, Limettensaft und Salz abschmecken, die Spieße anrichten nach Belieben mit Limettenspalten garnieren und mit der Soße servieren. Pfeffer 12 Esslöffel Olivenöl 1150 g Schalotten 2 Knoblauchzehen 1200 g Möhren 125 g Staudensellerie, siehe Seite 186 folgende Klammer zu, 11 Zweig Rosmarin 125 g Bulgur 12 türkische Lire Tomatenmark 400 ml Hühnerbrühe 1% und Petersilie für 2 Personen i ca. 575 Kilokalorien pro Portion den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Die Hähnchenkeulen mit Küchenpapier trocken tupfen, salzen und pfeffern. Das Öl in einem Bräter erhitzen und die Hähnchenkeulen darin in 6 bis rundum braun anbraten. Die Keulen herausnehmen und den Bräter für das Gemüse beiseite stellen. Inzwischen Schalotten, Knoblauch und Möhren schälen. Staudensellerie waschen und putzen, alles in Scheiben schneiden, Rosmarin waschen und trocken schütteln, Schalotten und Knoblauch, Möhren und Staudensellerie sowie Bulgur und Rosmarin in dem Bräter mit dem Bratfett von den Hähnchenkeulen 2 bis andünsten, den Gemüsebulgur salzen und pfeffern, das Tomatenmark unterrühren, die Hühnerbrühe angießen und aufkochen. Die Keulen darauf setzen und im Ofen, Klammer auf zweite Schiene von unten, Klammer zu, 20 bis 5 ungaren. Petersilie waschen und trocken schütteln, die Blätter von den Stängeln abzupfen und fein schneiden. Die Keulen mit Petersilie bestreut servieren. 300 Gramm Hähnchenbrustfilet, siehe Seite 186 folgende Klammer zu, eine türkische Lira edelsüßes Paprikapulver 1% Salatgurke 4 kleine Tomaten 1150 Gramm Sahnejoghurt 5 Esslöffel Olivenöl 1 Salz 1 Pfeffer 1% und Petersilie 150 Gramm CIA Butter 11 Knoblauchzehe 1% TL Chiliflocken für 2 Personen ca. 600
180 Kilokalorien pro Portion. Erstens die Hähnchenbrustfilets mit Küchenpapier trocken tupfen, in feine Streifen schneiden und mit Paprikapulver würzen. Die Gurke schälen, längs vierteln und die Viertel in Scheiben schneiden. Die Tomaten waschen und vierteln. Dabei die Stielansätze entfernen. Sahnejoghurt mit 1 Esslöffel Olivenöl, Salz und Pfeffer verharren. Die Petersilie waschen und trocken schütteln, die Blätter von den Stängeln abzupfen und grob hacken. J. Das Brot würfeln. 2 Esslöffel Olivenöl in eine Pfanne erhitzen und die Brotwürfel darin anrösten. Den Knoblauch schälen. Dazu pressen und unterrühren. Die Pfanne beiseite stellen. 2 Esslöffel Olivenöl in einer zweiten Pfanne erhitzen und das Fleisch darin bei großer Hitze in 2 bis scharf anbraten, dann salzen und pfeffern. Die Tomatenviertel, Gurkenscheiben und Brotwürfel anrichten. Erst die Joghurtsoße, dann das Fleisch darauf zeigen. Mit Petersilie und Chiliflocken bestreut servieren. 600 Gramm Rinderhackfleisch, siehe Seite 126 folgende Klammer zu. Salz 1, Pfeffer 2, türkische Lira gemahlene Kreuzkümmel 1, türkische Lira edelsüßes Paprikapulver Prozent TL Zimtpulver 250 Gramm Joghurt, Klammer auf 3,5% Fett Klammer zu, für 4 Personen 1 ca. 465 Kilokalorien pro Portion. Erstens die Zwiebeln schälen und fein würfeln, die Kichererbsen in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen, das Öl in einer breiten Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin leicht anbraten, das Hackfleisch dazugeben und unterrühren bei großer Hitze krümelig braten, erste Kichererbsen zum Hackfleisch geben. Etwa 125 ml Wasser dazu gießen und unter das Hackfleisch rühren. Alles mit Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, Paprika und Zimtpulver würzen und bei mittlerer Hitze ca. 5 weiter garen. 3 inzwischen den Joghurt verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Hackfleischpfanne mit Salz und Pfeffer abschmecken, zum Servieren jeweils 1 Esslöffel Joghurt darauf geben. Den übrigen Joghurt dazu servieren. Oh, en top! 30 Gramm, gehackte Mandeln 2 Hähnchenbrustfilets, Klammer auf je ca. 150 Gramm, siehe Seite 186 folgende Klammer zu, Salz 1, Pfeffer 1, 4 Tomaten 150 Gramm Schalotten 5 Zweige Thymian, 13 Esslöffel Olivenöl 50 ml Sherry Medium, Klammer auf ersatzweise Hühnerbrühe Klammer zu, für 2 Personen je ca. 425 Kilokalorien pro Portion. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen, die Mandeln auf einen Teller geben, die Hähnchenbrustfilets waschen und mit Küchenpapier trocken tupfen, mit Salz und Pfeffer würzen und in den Mandeln wenden, die Tomaten waschen, vierteln, entkernen und in Würfel schneiden, die Schalotten schälen und halbieren oder vierteln, den Thymian waschen und trocken schütteln. 1 Esslöffel Öl in einem Topf erhitzen, die Schalotten darin ca. 3 dünsten. Die Tomatenwürfel dazugeben und kurz mit dünsten, mit Salz und Pfeffer würzen. Das Tomatengemüse in eine ofenfeste Form geben und die Thymianzweige dazugeben. Mit dem Sherry begießen. Das restliche Olivenöl in eine Pfanne erhitzen, die Hähnchenbrustfilets darin bei großer Hitze auf beiden Seiten circa scharf anbraten. Das Fleisch herausnehmen und auf das Tomatengemüse legen. Das Fleisch im Backofen, Klammer auf zweite Schiene von unten Klammer zu, in 12 bis 14 Minuten, fertig braten. 600 Gramm Möhrensalz, 100 Gramm geräucherter Schinken, Klammer auf zum Beispiel Parmaschinken Klammer zu, 4 bis 5 Stängel Salbei, 4 Esslöffel Butter, 500 Gramm Rinderhackfleisch, siehe Seite 126 folgende Klammer zu. Pfeffer 2 Esslöffel, Zucker 1 kleine Bio-Zitrone 1 Baguette, Klammer auf eventuell mit Nüssen oder Kräutern Klammer zu, für 4 Personen ca. 610 Kilokalorien pro Portion. Erste die Möhren schälen und in Stifte oder Scheiben schneiden, zugedeckt in wenig Salzwasser ca. 5 dünsten, inzwischen den Schinken in Streifen schneiden, den Salbei waschen und trocken schütteln, die Blätter von den Stängeln abzupfen und in Streifen schneiden. Z 1 Esslöffel Butter in einer breiten Pfanne zerlassen, Schinken und Salbei darin kurz anbraten, dann aus der Pfanne nehmen und etwas abkühlen lassen, mit dem Hackfleisch mischen und mit Salz und Pfeffer würzen.
Dritter, den Fleischteig in 8 Portionen teilen, diese zu Frikadellen formen und etwas flach drücken. Die Möhren in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Wieder ein Esslöffel Butter in der Pfanne zerlassen, die Frikadellen darin bei mittlerer Hitze rundherum anbraten. Dann die Frikadellen bei kleiner Hitze noch ca. 10 braten, bis sie gar sind, dabei einmal wenden. Fünftens, die restliche Butter in einem Topf zerlassen und die Möhren dazugeben. Den Zucker darüber streuen und leicht karamellisieren. Die Zitrone heiß waschen und abtrocknen, die Schale in Spänen abziehen und den Saft aus Pressenior beides zu den Möhren geben. Die Frikadellen mit den Möhren anrichten. Das Baguette dazu reichen. Dolce Vita zum Reinbeißen, besonders wenn der letzte Urlaub schon etwas länger her ist, können Sie sich mit diesem Burger mediterrane Sommergefühle und Genuss pur auf den Teller holen und dabei in Urlaubserinnerungen schwelgen. Erstens, den Rosmarin waschen und trocken schütteln, die Nadeln von den Zweigen abstreifen und fein schneiden. Mit je eine türkische Lira Salz und Pfeffer sowie mit Kapern und Hackfleisch in eine Schüssel geben und mit den Händen eine bis kräftig kneten. Ein Brett mit Backpapier belegen. Aus der Hackfleischmasse mit feuchten Händen 4 gleich große, etwa 2 cm hohe Patties formen. Die Patties auf das Brett legen, mit Frischhaltefolie abdecken und mindestens 20 in den Kühlschrank stellen. Erstens, inzwischen den Parmesan in dünne Späne hobeln. Den Rucola waschen, verlesen und trocken schütteln, die groben Stiele entfernen. Eine Grillpfanne stark erhitzen. Die Brötchen quer halbieren und in der heißen Pfanne rösten. Die Brötchen beiseite stellen. In die Mitte der Patties eine Mulde drücken. Die Patties in der Grillpfanne bei starker Hitze auf jeder Seite ca. 5 braten. Wer sein Fleisch lieber ganz durchgebraten mag, brät es auf jeder Seite ca. 6, nach dem Wenden die Parmesanstreifen auf die Patties legen. Die unteren Brötchenhälften mit Rucola und je eine Scheibe Parmaschinken belegen, die oberen mit je 2 türkische Lire Pesto bestreichen. Die heißen Patties auf den Schinken legen und mit den oberen Hälften abdecken. 2 Knoblauchzehen, 1250 Gramm Schweinehackfleisch, siehe Seite 126 folgende Klammer zu, eine türkische Lira getrockneter Oregano, 3 Esslöffel TK, 8 Kräutermischung, 11 Esslöffel Crema di Balsamico, 11 Ei, Klammer auf M, Klammer zu, 3-4 Esslöffel gemahlene Mandeln, Salz, 1 Tabasco, Cayenne Pfeffer, 12 Esslöffel neutrales Pflanzenöl, 12 Esslöffel Eiwar, Klammer auf Fertigprodukt, Klammer zu, 12 Esslöffel Ketchup, eine türkische Lira Limettensaft, 12 Burgerbrötchen, Klammer auf Fertigprodukt, Klammer zu, für 2 Personen 1 ca. 740 Kilokalorien pro Portion. Erstens, Knoblauch schälen und fein würfeln, mit Hackfleisch, Oregano, TK 8 Kräutermischung, Crema di Balsamico, Ei, gemahlenen Mandeln, 1,5 Teelöffel Salz sowie etwas Tabasco und Cayennepfeffer vermengen. Aus der Masse mit angefeuchteten Händen 2 große Patties formen. Öl in eine Pfanne erhitzen und die Patties darin bei mittlerer Hitze auf jeder Seite in 6 bis knusprig braun braten. 1. Für den Eiwar-Dip Eiwar-Ketchup und Limettensaft verrühren, mit Salz würzen. Brötchen aufschneiden und auf dem Toaster rösten, mit Dip und Patties belegen. On top belegen Sie den Burger zusätzlich mit einigen Spalten von 1 vollreifen Avocado. 250 Gramm Rinderhackfleisch, siehe Seite 126 folgende Klammer zu, 1 Ei, Klammer auf M, Klammer zu, 1 2 Esslöffel TK Schnittlauchröllchen, 2 Esslöffel TK Petersilie, 11 Esslöffel Dijon Senf, 1 türkische Lira getrockneter Oregano, 2 bis 3 Esslöffel Paniermehl, 1 Salz, 1 Pfeffer, frisch geriebene Muskatnuss, edelsüßes Paprikapulver, 2 Esslöffel neutrales Pflanzenöl, 13 Esslöffel saure Sahne, 1 türkische Lira Dijon Senf, 11 türkische Lira Meerrettich, Klammer auf Glas, Klammer zu, etwas Zitronensaft, 1,4 bis 5 Essiggurken, Klammer auf Glas, Klammer zu, 2 Burgerbrötchen, Klammer auf Fertigprodukt, Klammer zu, für 2 Personen 1 ca. 630 Kilokalorien pro Portion. Erstes, das Hackfleisch mit Ei, Schnittlauchröllchen, Petersilie, Senf, Oregano, Paniermehl, 1,5 Teelöffel Salz und je 3 bis 4 Prisen Pfeffer, frisch geriebene Muskatnuss und edelsüßem Paprikapulver vermengen.
aus der Masse mit angefeuchteten Händen zwei große Patties formen. Ein Öl in eine Pfanne erhitzen, die Patties darin beidseitig bei mittlerer Hitze in 6 bis knusprig braun braten. Für den Sauerrahm-Dip saure Sahne, Senf, Meerrettich und Zitronensaft verrühren, salzen und pfeffern. Die Essiggurken in Scheibchen schneiden. Die Brötchen aufschneiden und auf dem Toaster rösten mit Essiggurkenscheiben, Dip und Patties belegen. Eine Knoblauchzehe, 1,50 Gramm Lauch, 250 Gramm gemischtes Hackfleisch, siehe Seite 126 folgende Klammer zu, ein Eigelb Klammer auf M, Eiweiß, siehe Seite 298 folgende Klammer zu, 12 Esslöffel Sahne, 1 Esslöffel Sojasauce, 1 Salz, 1 Pfeffer, 1 türkische Lira, getrockneter Oregano, 12 Esslöffel neutrales Pflanzenöl, 2 Handvoll geputzter Feldsalat, 12 Esslöffel Kach und Nefrage, 1 türkische Lira Meerrettich, Klammer auf Glas, Klammer zu, 1 türkische Lira Aceto Balsamico Bianco, 2 Burgerbrötchen, Klammer auf Fertigprodukt, Klammer zu, für 2 Personen ca. 630 Kilokalorien pro Portion. Knoblauch schälen und feinwürfeln. Lauch putzen, waschen und in Streifen schneiden. Beides mit Hackfleisch, Eigelb, Sahne, Sojasauce, je 2 bis 3 msp, Salz und Pfeffer sowie getrocknetem Oregano vermengen. Aus der Masse mit angefeuchteten Händen zwei große Patties formen. Das Öl in eine Pfanne erhitzen, die Patties darin bei mittlerer Hitze auf jeder Seite in 6 bis knusprig braun braten. Für den Feldsalat-Dip Feldsalat, Rahmfreiche, Meerrettich und Balsamico pürieren, dann salzen und pfeffern. Die Brötchen aufschneiden und auf dem Toaster rösten. Mit dem Dip bestreichen und mit den Patties belegen. Herrlich würzig im Geschmack und unglaublich cremig ist die Soße, trotzdem hat das Ganze wenig Kalorien. Etwas aufpeppen lässt sich das feine Fleischragout mit frischem Kartoffelpüree, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, Nudeln oder auch 10 Minuten Reis. Eine Knoblauchzehe, ein Stück frischer Ingwer, Klammer auf ca. 1 cm, Klammer zu, 100 Gramm Schalotten, 250 Gramm Schweinefilet, siehe Seite 186 folgende Klammer zu, 1 Esslöffel neutrales Pflanzenöl, 120 ml Gemüsebrühe, siehe Seite 8 folgende Klammer zu, 1 türkische Lira getrockneter Thymian, 1 Lorbeerblatt, 1 msp. Gemahlene Gewürznelken, 2 bis 3 Prisen frisch geriebene Muskatnuss, 2 Esslöffel Creme, Dubbelsalz, Cayennepfeffer, 1 bis 2 Teelöffel Zitronensaft, Klammer auf nach Belieben, Klammer zu, für 2 Personen ca. 420 Kilokalorien pro Portion. L den Knoblauch und Ingwer schälen und beides fein würfeln, die Schalotten schälen und längs vierteln, das Schweinefilet trocken tupfen, eventuell Haut und Sehnen entfernen. Das Fleisch zuerst quer in dünne Scheiben, dann die Scheiben in feine Streifen schneiden, siehe Seite 126 folgende Klammer zu. K. Das Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, die Schweinefiletstreifen mit Knoblauch, Ingwer und Schalotten hineingeben und unterrühren bei mittlerer Hitze 3 bis anbraten. Die Gemüsebrühe zusammen mit Thymian, Lorbeerblatt, gemahlenen Gewürznelken und Muskat dazugeben. Alles bei kleiner Hitze 4 bis köcheln lassen, bis das Fleisch gar ist. Die Creme Double unter das Ragout mischen. Mit Salz, Cayennepfeffer und nach Belieben mit Zitronensaft abschmecken. Das Filet-Ragout weitere 2 bis köcheln lassen, dann anrichten und sofort servieren. Oh, en top, dazu passt Kartoffelpüree mit Senf. Für 2 Personen 400 Gramm mehlig kochende Kartoffeln schälen, waschen, vierteln und in dünne Scheibchen schneiden. Die Kartoffeln in wenig kochendem Salzwasser 8 bis garen, dann in ein Sieb abgießen, abtropfen lassen und zurück in den Topf geben. 3 Esslöffel Olivenöl mit 2 Esslöffel Dijon-Senf verrühren, 1 kleine getrocknete Peperoni dazu bröseln. Die Kartoffeln mit einem Kartoffelstampfer fein zerdrücken, dabei das Senföl dazugeben. Das Püree mit Salz und Cayennepfeffer abschmecken. 300 Gramm Schweinefilet, siehe Seite 186 folgende Klammer zu, 2 Esslöffel Olivenöl, 72 türkische Lire Chili-Pulver, Salz, 2 kleine rote Zwiebeln, 2 Tomaten, 1 kleine Dose Mais, Klammer auf, 140 Gramm Abtropfgewicht, Klammer zu, 150 Gramm TK-Erbsen, siehe Seite 242 folgende Klammer zu, TL getrockneter Oregano, Pfeffer, außerdem 2 Schaschlikspieße für
zwei Personen ca. 410 Kilokalorien pro Portion das Schweinefilet mit Küchenpapier trockentupfen, in sechs dicke Scheiben schneiden und jeweils drei Scheiben quer auf einen Schaschlikspieß stecken, ein Esslöffel Olivenöl mit Chilipulver und Salz zu einer Marinade verrühren und das Fleisch damit bestreichen. Erstens die Zwiebeln schälen und in sehr feine Ringe schneiden. Die Tomaten waschen, von den Stielansätzen befreien und vierteln. Die Viertel in kleine Würfel schneiden. Den Mais abtropfen lassen. Klammer zu. Den Backofengrill vorheizen. Die Fleischspieße auf dem Gitterrost, Klammer auf oben, Klammer zu, 6 bis grillen, dabei zwischendurch einmal wenden. Inzwischen das restliche Olivenöl in einem Topf erhitzen und die Zwiebeln darin glasig andünsten. Tomaten, Mais, gefrorene Erbsen und Oregano dazugeben und das Gemüse bei kleiner Hitze ca. 5 mitdünsten. Das Gemüse mit Salz und Pfeffer würzen, mit den Fleischspieß anrichten und servieren. Dazu passt Stangenweißbrot. Flexi-Tipp: Lust auf Abwechslung? Dann bereiten Sie ein anderes Gemüse zu, entweder aus einem TK-Gemüsemix oder aus der Dose. Wie wär's mit Kichererbsen und Kidneybohnen, Mais und Paprika oder roten Chiliwürfelchen, Frühlingszwiebeln und einem TK-Mischgemüse? Presto, presto, die würzige Petersiliensoße aus Italien ist ein wunderbares Zaubermittel, um kleine Schweineschnitzel im Nu aufzupeppen. Wir sagen Grazie und genießen. Den Reis zugedeckt in Salzwasser nach Packungsanweisung garen. Inzwischen die Petersilie waschen und trockenschütteln, die Blätter von den Stängeln abzupfen und feinschneiden. Erstens die Zwiebel schälen, die Sardellenfilets kalt abbrausen und trockentupfen. Beides fein hacken. Die Kapern ebenfalls hacken. In einer kleinen Schüssel Zwiebel, Sardellen, Kapern und die Hälfte der gehackten Petersilie vermischen. Den Essig und 4 Esslöffel Olivenöl darunter rühren und die Salsa verde mit Salz und Pfeffer abschmecken. 3. Das Fleisch mit Küchenpapier trockentupfen und in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Das restliche Olivenöl in eine Pfanne erhitzen und die Schnitzelchen darin auf jeder Seite ca. braten. Dann das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen. 50. Die Schnitzelchen mit der Salsa verde anrichten. Den Reis falls nötig abtropfen lassen, mit der übrigen Petersilie mischen und dazu servieren. 2 runde Zucchini, Klammer auf ca. 300 Gramm S-Tipp, Klammer zu, 6 Zweige Thymian, 6 Minuten Schnitzel vom Schwein, Klammer auf je ca. 50 Gramm, siehe Seite 186 folgende, Klammer zu, 4 Esslöffel Tomatenpesto, Klammer auf aus dem Glas, Klammer zu, 2 Esslöffel Olivenöl, Salz und Pfeffer für 2 Personen ca. 420 Kilokalorien pro Portion. Zucchini waschen, putzen und in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Thymian waschen und trockenschütteln, die Blättchen abstreifen. Die Schnitzel auf einen Teller legen und mit dem Tomatenpesto bestreichen, dann jeweils in der Mitte zusammenklappen. Drittens in 2 beschichteten Pfannen je 1 Esslöffel Olivenöl erhitzen. Die Zucchini-Scheiben in eine Pfanne, die Schnitzelpäckchen in die andere geben und alles gleichzeitig auf beiden Seiten in ca. 5 goldbraun braten. Die Schnitzel und Zucchini-Taler zwischendurch mit Salz und Pfeffer würzen. Die Zucchini zusätzlich noch mit Thymian bestreuen. Die Schnitzelpäckchen und Zucchini-Taler auf Tellern anrichten und sofort servieren. Flexi-Tipp: Was die verwendete Pesto-Sorte angeht, erlaubt ist, was schmeckt. Bestreichen Sie die Schnitzel also mit genau der Sorte, die Sie gerade im Kühlschrank haben und / oder die Ihnen am besten schmeckt. Ein paar Pesto-Ideen zum Selbermachen finden Sie auf Seite 71. Die Schnitzel-Trilogie lässt sich flexibel kombinieren, entweder wie hier mit mediterranem Auberginengemüse oder mit Zucchini-Pilzgemüse, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu. Auch ein knackiger Salatmix aus dem Kühlregal angemacht mit Ihrem Lieblingsdressing, passt dazu. Erstens die Aubergine waschen, putzen und längs in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden. Die Auberginenscheiben mit etwas Salz bestreuen und einige Minuten ruhen lassen. Die Randstücke in kleine Würfel schneiden. Die Champignons putzen, bei Bedarf abreiben und vierteln. Erstens die Schweine- und Hähnchenschnitzel trockentupfen.
Ein Esslöffel Olivenöl in einer großen beschichteten Pfanne erhitzen, die Schnitzel darin bei großer Hitze auf beiden Seiten 30 Sekunden scharf anbraten, dann bei mittlerer Hitze auf beiden Seiten noch eine bis braten, dabei das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen, herausnehmen und zugedeckt warm walten. Das restliche Olivenöl in der Pfanne erhitzen, die Auberginenscheiben trocken tupfen und in der Pfanne auf beiden Seiten circa braten. Mit Pfeffer würzen, die Scheiben aus der Pfanne nehmen und warm halten. Den Schnittlauch waschen, trocken schütteln und in Röhrchen schneiden. Die Auberginenwürfel und Pilze in derselben Pfanne kurz anbraten. Die stückigen Tomaten hinzufügen und alles einmal aufkochen, dann mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel abschmecken. Die Schweinehähnchen und Auberginenschnitzel mit der Tomatenpilzsoße anrichten und mit Schnittlauchröhrchen bestreuen. Flexi-Tipp: anstelle der Aubergine 1 großen Zucchino waschen, putzen und in Scheiben schneiden. Und statt Champignons dieselbe Menge Austernpilze putzen und in Streifen schneiden. Die Zucchini-Scheiben wie in Schritt 3 beschrieben braten und herausnehmen. Die Austernpilzstreifen in derselben Pfanne kurz anbraten. Die stückigen Tomaten dazugeben und alles aufkochen, dann salzen und pfeffern. Kreuzkümmel und Schnittlauch weglassen. Dafür das Gemüse mit frischem oder getrocknetem Thymian oder Majoran abschmecken. Schweinefilet ist im Handumdrehen gar, außerdem mager und zart. Es ist also geradezu ideal für die bequeme schnelle Küche. Gibt es das edle Fleisch im Sonderangebot, sollten Sie sofort zugreifen und es für das nächste Mal portionsweise einfrieren. 3. G. Weichweizen 12 Z. Zitrone G. Grüne Oliven ohne Stein, minus 600 Gramm Schweinefilet. Siehe Seite 186 folgende Klammer zu. E. Unterstrich Olivenöl G. Schafskäse Klammer auf Feta Klammer zu. E. L. Tomatenmark Sandvoll Koriandergrün. Den Weichweizen in Salzwasser nach Packungsanweisung bis fest garen. Inzwischen die Zitrone heiß waschen und abtrocknen, die Schale fein abreiben und den Saft auspressen. Die Oliven halbieren. Erstes das Schweinefilet in dicke Scheiben schneiden. Das Olivenöl in eine Pfanne erhitzen, die Filetscheiben darin auf beiden Seiten knapp scharf anbraten. Die Hitze reduzieren und das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen. Die Oliven dazugeben, den Schafskäse über der Pfanne zerbröckeln. Zitronenschale und Saft hinzufügen und alles zugedeckt 2 bis garen, bis der Käse zu schmelzen beginnt. Den Weichweizen in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Wieder in den Topf geben und mit dem Tomatenmark mischen. Das Koriandergrün waschen und trocken schütteln, die Blätter von den Stängeln abzupfen und grob hacken. Die überbackenen Filetscheiben mit dem Weichweizen anrichten und das Koriandergrün darüber streuen. Fasten Your Food noch schneller geht's, wenn Sie statt des Weichweizens Fladenbrot als Beilage genießen. 4 Schweinemedaillons, Klammer auf je ca. 60 Gramm Klammer zu, Salz I, Pfeffer 2 rote Zwiebeln 2 Knoblauchzehen 1 Esslöffel Olivenöl 2 Esslöffel Pinienkerne 300 Gramm TK-Blattspinat 120 Gramm Polenta, Klammer auf Instant Klammer zu, 500 Milliliter Gemüsebrühe Klammer auf SSPF, Klammer zu, für 2 Personen 1 ca. 450 Kilokalorien pro Portion L die Schweinemedaillons auf beiden Seiten mit Salz und Pfeffer würzen, die Zwiebeln und den Knoblauch schälen und beides fein hacken. Das Olivenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die Medaillons darin rundherum scharf anbraten. Das Fleisch aus der Pfanne nehmen, in Alufolie wickeln und beiseite legen. Klammer zu, Zwiebeln, Knoblauch und Pinienkerne in derselben Pfanne leicht anbraten. Den gefrorenen Spinat dazugeben und unterrühren auftauen. Den Spinat mit Salz und Pfeffer würzen und die Medaillons darauf legen. Den Spinat und die Medaillons zugedeckt noch ca. 10 sanft garen. Inzwischen die Instant Polenta nach Packungsanweisung mit der Brühe in einem Topf zubereiten. Das Fleisch mit dem Spinat anrichten und mit der Polenta servieren. Flexi-Tipp: statt Polenta schmeckt auch eine andere Beilage, Gnocchi aus dem Kühlregal kurz in zerlassener Butter gebraten. Oder wie wäre es mit Rosinenreis mit Pinienkernen von Seite 228?